Guten Morgen, liebe Leute. So, ich gehe jetzt in den Keller, obwohl es regnet. Und ja, dann sehen wir uns gleich unten. Thomas? Jo. Hallo, guten Morgen. Darf ich dir mein Fahrrad vorbeibringen? Was denn? Vorne hat mir jemand den Gangschaltung und Bremse rausgerissen. Okay. Ja? Also. Schaut mir mal an. Und das Ding ist, man vergisst es, wie oft man eigentlich die Vorderbremse benutzt. Gestern bin ich da gefahren. Das ist schon wichtig, ja? Nee. Mach mal, alles klar. Erster Auftrag. Jo. Jo, was ist denn hier dran zu tun? Na, eigentlich nichts Besonderes, ne? Also hier ist der Bremszug gerissen. Da muss einfach ein neuer Bremszug rein. Ja, das mache ich schnell. Und dann werde ich wahrscheinlich nach oben gehen, zu Marlies und frühstücken. Da liegt überall Geld rum, was denn hier los, ey? Was ist das für ein Laden? Wie auch immer. Gut, also, so machen wir das. Also, der Zug hier kommt erstmal ab. Gazelle, Vorderrad, Bremszug. Tausch. Oder Bremszug einbauen. Die alte Hülle kommt weg. Jedes Mal. Also damit fühlt man sich dann ohne rum mit dem alten Quatsch. Das Teil brauchen wir. Das ist sozusagen der Anschlag für die Bremszughülle. Das Teil brauchen wir nicht, den Zug. Gut. Haben wir. Die neue Zughülle ist abgelenkt. Dann brauchen wir eine Anschlaghülse. Stecken wir die Zughülle erstmal hier lose ran. Ja, stellen wir erstmal so hin. Unten reingestellt, hier oben lang, hier durch diese Lampe. Lampenhalterung. Dafür da, dass hier auch ein Zug durchgeht. Und als wer sich mal immer gefragt hat, wofür ist eigentlich hier das Loch in dem Ding? Ja, damit man da einen Zug durchführen kann, damit er so ein bisschen gehalten wird. Gut, zwei Kabelbinder hier rum. Jetzt kommt hier ein Innenzug rein. Sehr schön. Jo. Jetzt habe ich ein bisschen improvisiert hier, ne? Ich habe hier von der Schaltbox diese kleinen Teile hier genommen. Und ja, dieses Führungsröllchen da. Und es funktioniert eigentlich einwandfrei, also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Das funktioniert hier genauso gut. Zack, abgeschnitten. Dann kommt hier ein neuer ran. Eine neue Quetschhülse ran. Hier unten, zack. Zack. Und die Bizette ist da. Na, schauen wir mal. Bin leider. Achtung. So. Wunderbar, so muss es sein.
Was hast du denn für Neuigkeiten, Wolf, ja? Ja, kann ich dir gleich sagen. Moment, Union plant die Saison gegen Stuttgart. Nicke Lauda ist tot, Abschied von einer Legende. 1800 Beamte müssen sich mit 56 Waffen teilen. Und die Polizei sucht in Schuss. Schlecht. Völlig umgedrehte Information. Und die Polizei ist gut in Schuss. Die Polizei ist schlecht in Schuss. Hilfe, und die Kinder werden immer dümmer. Und das war's heute. Das war's, das hoch, was? Meine Güte, ey. Hilfe, unsere Kinder werden immer dümmer. So. Ja. Erstmal meine Wohnung zu putzen. Ja. Mittag machen, dann Keller gehen, meine Sachen können morgen alle zusammen, weil ich mit meinem Garten nehmen will. Ja. Und dann, naja, mal sehen, was die Sachen noch so. Dann machen wir was, wenn der Chef daher kommt, dann schaffst du wieder heute nicht. Ja, deswegen, ich bin ja schon dabei, ne? Ja. Mann, was für Neuigkeiten. Ne? Ja. Unsere Polizei ist gut in Schuss. Schlecht, Wolfgang, schlecht steht da. Ach so, ja. Schön einfach verdreht. Wenn du Wolfgang als Nachrichtensprecher als Parteisprecher. So rum. Wolfgang als Parteisprecher, perfekte Rolle. Der kann auch alles erzählen und dann immer wieder, ja, nee, ach so, soll sein, ja. Aber das so, ja, hab ich ja nicht gesagt, das war ja so, ja, war ja so. Der ist so wechselhaft. Wie das Wetter. Naja, egal. Na gut, gucken wir mal. Jetzt ist die Schaltung, der Schaltzug noch ein bisschen träg, sagt sie. Naja, müsste mal ein neuer Zug rein. Also der Zug hier ist aufgekräuselt. Mensch, das nervt aber auch was. Der Zug hier ist schon aufgekräuselt und wenn man den hier rinzieht, dann blockiert der aber vermutlich. Also ich würde mal den Schaltzug wechseln. Einfach raus, weil hier hinten ist alles in Ordnung. Die Schaltung selber ist in Ordnung. Das schraubt man hier halt auf. Also wenn der Zug Probleme macht, so ein bisschen der Schaltzug, ja, dann lieber raus, neuen drin, fertig. Hier, der ist schon überall offen. Ich ziehe den. Ja, der läuft schon schwer. So. Liga rückt das WD-40 raus. Na, jetzt ist er da vorne. Ich schraube jetzt alles wieder an. Ich habe durchgefedert. Ich schraube jetzt die Fixierhülse heißt die, glaube ich. Tatsächlich schraube ich an. Und jetzt probieren wir. Fantastisch, funktioniert einwandfrei. Also, neuer Zug rein und das war's. Besser geht's doch nicht. Einfacher geht's doch auch nicht. Ne? Also, wenn es so übersichtlich ist, freut man sich doch schon drüber. Jo, ich würde mal sagen, das war's jetzt hier erstmal aus dem Keller noch. Dann sehen wir uns vielleicht später nochmal, weil bei dem Wetter hier, ganz ehrlich, ist nicht mein Ding. Da bleibe ich jetzt nicht hier unten sitzen. Ich warte noch nicht. Jo, warum nicht? Ich dachte, du bist schon zu Hause. Ich wollte jetzt mal gucken gehen. Weil wenn ihr hier seid, immerhin. Ja. Einen Auftrag gehabt. Ach, hast du schon? Ja, der kommt gleich heute Morgen. Aber jetzt bin ich schon fertig jetzt. Na, Skadi hat ein bisschen Theater gemacht noch. Ja? Ja, weiß nicht. Ich hab's dann gesagt, wir gehen jetzt nach oben und ich hab doch Hunger und ich muss essen. Es ist gar nicht Frühstück. Haben wir doch gerade zu Hause. Ihr seid schon zu Hause gegessen. Eben gerade. Brot mit Leberwurst, ne? Der Ton ist wieder super. Grüße aus dem Westerwald. Patrick, ja, ich habe es vernommen, wenn du hier einen Cruiser habe, 26 Zoll, willst du ihn gerne erwerben.
Das habe ich vernommen. Warum hast du ihn denn nicht gleich mitgenommen? Ich hab doch Kruse da, Mensch, im Keller. Da warst du wohl so aufgeregt. Ja, okay. Aber du willst wahrscheinlich zum Beispiel wieder einen Kruse, so wie zum Beispiel Thorsten, 26 Zoll. Die habe ich nicht. Ich habe einen original kanadischen Kruse. Möglichst mit Beleuchtung. Das ist ja wohl das kleinste Problem. Ja, Batterielichter. Ja, das sind, ja. Cruiser ist ohne Beleuchtung. Außer natürlich, du meinst echt diese Retro-Cruiser, die so aussehen, so als ob. Also, die fahren sich aber nicht sehr schön, ihr Leser. Boah, Marlies, dein Bauch ist absolut. Ah, das schreibt deine Mutter. Du hast ja nicht von mir gemeldet. Nee, wieso? Die doch geschrieben, so ein Mensch, was denn mir Geburtstag hat, aber es kam überhaupt keine Reaktion. Ach so, ja, warum meldet ihr euch nicht? Sag mal. Ich war unterwegs. Habt ihr einen schönen Tag? Wie war's denn? Nix. Habt ihr Spaß gehabt? Geht's Simon gut? Ja. Da kann man ja nur über das Medium YouTube mit euch kommunizieren, offensichtlich. Jo, hier haben wir einen Gast heute wieder. Und zwar das gute Olympus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich das aufgebaut habe? Ist ja nicht so lange her. Wir haben einen neuen Laufradsatz reingebaut und haben das echt auf Schnieke gemacht. Und jetzt wurde versucht, es zu klauen, dieses Fahrrad. Es kann nicht wahr sein. Also wirklich, da machst du einmal dein Rad schön, weil lässt es schön machen. Edelstahl-Laufräder, ja, nagelneue Laufräder, nagelneue Decken, alle so ein bisschen uffi-frisch, ein bisschen neu, ein bisschen toll. Ja, und dann kommt irgendein Idiot daher und versucht, das Rad dir zu klauen. Dabei ist Folgendes passiert. Das Vorderrad war angeschlossen. Mit dem Bügelschloss. Ja, mit diesem Bügelschloss. Das Bügelschloss hat jetzt auch ein paar Macken. Da wurde versucht, eben das Bügelschloss aufzudrehen. Und dabei wurde eben dieses Rad zum Ei gemacht. Ich versuche jetzt, dieses Rad wieder hinzubiegen. Also sprich, das Ganze zu zentrieren. Und schauen wir mal, ob es mir gelingt. Ach, wir sehen einmal vorher, schaut nochmal drauf, wie es vorher aussieht. Ja. Und gleich sehen wir hinterher. So ein bisschen vorgezogen halt schon. Jetzt baue ich aus, dann machen wir es schön. Na, ist aber schon ein Moment mit gefahren, ne? Mit dem Reifen hier, weil hier Reifen ist schon, also mit dem Chromreifen, da ist schon ein bisschen hier abgeschliffen und da oben auch. Eieiei. Gut, Zentrierständer und dann geht das los. Gehen wir mal wieder einbauen. Ja, Mensch.
Jo, fertig. Ist okay. Läuft wieder. Super. Toll. Prost darauf. Ja, freut mich auf alle Fälle. Ich finde es natürlich gut. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt sagen müssen, du, jetzt ist nicht mehr reparabel, man kriegt es nicht mehr gerade. Das Schöne an einer Stahlfelge ist, dass man die wirklich relativ gut formen kann, auch zurückformen. Und das ist nicht ganz so dramatisch wie bei einer Aluminiumfelge, die sehr steif ist und die man eben nicht, in den meisten Fällen, wenn so eine Acht drin ist, wie hier drin war, die man dann eben nicht mehr zurückkriegt. Aber jetzt hier, schaut mal, lass mal rollen. Das ist in Ordnung, das läuft gut. Ja. Bremse ist gut eingestellt, es funktioniert wieder. Also ich bin glücklich darüber, ich kann ihr eine gute Nachricht geben und sie kann ihr Rad wieder abholen und der Schaden ist jetzt nicht so enorm. Natürlich sind einige Speichen jetzt gespannter als andere. Und muss man halt sehen, aber es sind stärkere Speichen als normale Speichen und die halten das schon aus. Das Schloss hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass das Rad überhaupt noch da ist. Insofern doppelt Glück gehabt. Das Rad ist noch da und es ließ sich sogar reparieren. Ohne großen Aufwand. Also, gut, bis später. Falls heute noch was Interessantes passiert, schalte ich nochmal ein. Bis dann. Ach, übrigens, ja, ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt drin hatte. Das California, dieses Rad hier, das habe ich ja von Kathleen geschenkt bekommen. Und die hat das ja mitgebracht. Das habe ich mittlerweile fertig gemacht. Also neuer Dynamo ist dran, neue Bremsbeläge sind drin. Ist ein schönes Kinderrad. Alles nochmal durchgecheckt, fährt, Licht funktioniert wieder, bremst auch wieder vernünftig, ohne zu quietschen. Und jetzt kann es in den Verleih gehen oder eben in den Verkauf. Werden wir mal sehen, dementsprechend wird das sein. Ich kann euch auch sagen, woran es liegt, dass so eine Räder denn auf der Straße landen. Es ist ja so, dass wir in Berlin hier relativ günstige Reparaturpreise haben, muss man so sagen. Ja. Aber wenn man eben wirklich irgendwo... In einer anderen Stadt. Ich glaube, alles ist schlimmer als Berlin. Ja, wenn man da irgendwo ist. Weil, sagen wir mal, in München, so ein Fahrrad. Und du gibst das Rad zur Reparatur und sagst, du hättest gerne bitte einmal, dass das Licht wieder funktioniert und die Bremsen und so und einmal bitte durchchecken. Dann bist du halt schnell mal 90 bis 100 Euro weg. Sind dann einfach weg. Und somit lohnt sich das dann eben nicht mehr. In Berlin ist das eben so, da wird nur das... Na, also jetzt gut, in dem Fall ist es ja meins, mein Rad jetzt. Und ich mache das ja für mich. Ich muss mir die eigene Arbeitszeit nicht bezahlen, sondern ich mache das dann, wenn ich Langeweile habe, mache ich halt so ein Rad fertig. Aber in Berlin, selbst wenn du jetzt hier in den Laden gehst, kostet das keine 100 Euro. Die sagen dir, Dynamo kostet 15 Euro, die Montage ein 5er, eben das Licht und ein Check dafür 15 Euro vielleicht oder sowas. Ne? Also, wenn du einen guten Laden erwischt, ne? Für so ein Kinderrad. Mini-Check ist, da ist ja nichts dran, auch ist ja alles recht übersichtlich. Da war ja auch nicht viel sondern zu machen. Dann bist du bei 35 Euro. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Okay, der Bremsbelag nochmal. Ja, okay, da kostet auch nochmal 6 Euro drauf. Irgendwie so, dann bist du 40 Euro. Das ist eine andere Nummer, als wenn du 100 Euro bezahlst. Ne? Und dafür lohnt es sich dann eben schon wieder, doch das Rad aufzubauen. Ja, und deswegen in Berlin. Funktioniert soweit, in anderen Städten eben halt nicht. Und deswegen sagen die Leute, ach, was soll ich da jetzt so teuer reparieren lassen? Ich stelle es raus auf der Straße, wenn es jemand selber reparieren will, soll er das machen und nimmt es mit für umsonst. Das ist der Grund, ganz simpel. Sind Sie schwanger? Nö. Ich habe fast nicht mehr, ist schon fast vorbei. Also, und wie viel, das wievielte ist das? Das ist Nummer 4. Ich habe nur ein Kind. Ich habe selber drei Schwestern und habe mir geschworen, ich will immer nur ein Kind, damit man genug Zeit hat. Das ist ja toll. Ich habe auch drei Schwestern und habe dann aber auch selber vier Kinder, vier Töchter. Drei Schwestern. Aber zum Schluss, oder? Ich will eine unangemessene Frage. Ich habe keine Ahnung, was mir die Zukunft bringt. Soll ich denn das jetzt wissen? Ja. An. Es ist unglaublich, wie viele Leute hier klingeln, wenn ich zu habe und den Laden und ein Schild dran habe. Bitte bei Müller klingeln. Wenn ich aber unten bin im Laden, kommt keiner. Warum ist das so? Was ist das? Was hat das für eine Anziehungskraft? Und dann haben sich alle
falscher Laden. Kann ich meine Luftpumpe haben? Kann ich meine Luftpumpe haben? Mir fehlt ein Schräubchen. Ich denke mal. Oh, jetzt werden Erinnerungen wach. Ich habe, wenn das meine Rose-Kataloge sind, ich habe nämlich schon, hatte mich bei eBay hat jemand alte Kataloge von Rose. Hier sieht's aus, ey. Geht gerade da rüben. Küche kannst du schon. Na dann los. Ist wieder an. Muss ja gleich sowieso wieder losgehen. Was denn? Ja, alle vernünftig. Ja, ist so entspannt hier, so viel Zeit. Ja. Bitte. Hast du denn das Päuschen beendet? Ja, was? Na ja. War ja nicht los, richtig. Das ist auch sehr vernünftig und nicht rumfrieren. Ja. Kinder, komm. Hallchen. Paprika. Was tun wir? Hi! Cool. Ja? Ja? Ich hab gleich mal eine Frage. Aber dafür muss erstmal das entsprechende Gerät kommen. Synchros. Heavy Tools? Heavy Tools. Attack. Kurbel. XT komplett. Ausstattung. Super Light. Hält man? Ja, okay. Alter, ey. Geschenk bekommen. Warum kommst du mal so was geschenkt? Das ist das Beste, was es damals gab, Mann. Das geht echt mal gar nichts. Ja, mal weniger als meins. Wie hoch baut ihr dir auf? So? 4? Dann siehst du, also kannst du höchste Stelle. Ja. Höchste Stelle Minimum. Also sind wir bei 183 so. Okay, wie auch immer. Finden wir eine Schraubgabel, finden wir hier. Eigentlich ist das schön, dass du gequetscht hast. Von dem Total Chili, das hängt hinten, ganz, ganz hinten im Laden. Mit dem Privaträder. So viele Privaträder. Warum meinst du das Zeug? Kann ich natürlich auch nochmal zeigen. Ach so, ja. Steckschluse. Ja. Habe ich ein bisschen verarscht. Ja, mich hast du gerade damit verarscht. Ja, Digga, wenn du da stehst, Alter, und da hast du nur so ein Ding, wo du nur mit so einem dran dreht, mit diesem so einem kleinen Machschlüssel. Mann. Dran dreht, kleine Machschlüssel. Engländer, jetzt komm her, Werkzeugkunde. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Engländer. Genau, ja. Genau. Engländer. Dran dreht, kleine Machschlüssel. Das ist gut. Ja, okay, Mann, schade. Siehst du, der Fotoapparat, den Anouk mit hatte, der ist irgendwie jetzt nicht gerade nicht auffindbar. Das ist sehr, sehr schade. Den brauche ich zum Arbeiten im Laden tatsächlich. Liebe Leute, ich würde mal sagen, heute ist so ein trüber Tag. Ich mache jetzt hier schon mal einen Break. Bis jetzt hatte ich zwei oder drei Aufträge. Wenn noch irgendwas total spannend passiert, schalte ich wieder ein. Ansonsten würde ich mal sagen, stoppen wir für heute hier das Ganze. Und wir sehen uns morgen wieder. Seid so gut, wenn es euch gefallen hat. Okay, ich weiß, das ist nicht alles so trendy, wie gesagt, hier auf dem Kanal. Seid nicht sauer, dass das Leben nicht immer voll mit Highlights ist, sondern manchmal auch eben so trübe Tage sind wie dieser hier und man einfach nur einen Schlauchwechsel zu machen hat oder vielleicht irgendwelchen Bremszug zu wechseln oder was weiß ich was, irgendwelche kleinen Reparaturen. Also das ist nicht jedes Mal irgendwie das absolute Highlight. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Denkt immer dran, abonnieren, teilt auch ein bisschen die Videos oder so. Vielleicht, wie gesagt, kennt ihr jemanden, den nicht gefallen würde. Irgendwie, ja, oder kommt vorbei, bringt eure Gurken und dann gucken wir mal, was man da noch löten kann. Also, wie gesagt, bis dann, ciao.